Wie immer am ersten Börsenhandelstag eines Monats wurde auch heute pünktlich um 12 Uhr der BVH-Marktindikator veröffentlicht. Das ist das Stimmungsbarometer des Bundesverbandes der Börsenvereine an deutschen Hochschulen. Und das liegt für den Monat November bei plus 0,12 Punkten. Es kann zwischen minus 1 und plus 1 schwanken. Und ein Stand von mehr als 0 Punkten zeigt also ganz eindeutig an, dass die Befragten hier steigende Kurse erwarten. Aber wie schlüsselt sich das im Einzelnen auf? Nun, 45,2% der Befragten erwarten tatsächlich einen steigenden DAX, 21,9% eher eine Seitwärtsbewegung im Monat November und 32,9% fallende Kurse. Jetzt warten wir mal ab, ob die Mehrheit hier tatsächlich richtig liegt und wir dann einen goldenen Herbst erleben.